Da jetzt ein Auto kommt von denen. Alarm haben wir auch noch ausgelöst. Alarm deaktiviert. Alarm. Jetzt kommen die Kampfhelis. Ein Fahrzeug an der Straße. Wie viel halten die aus? Ja, das ist Unidad, die haben Rüstung. Noch eins. Und ich gebe den Löffel ab. Ah, ich hab doch gesagt, lass uns weiterfahren. Ja, früher oder später müssen wir da rein. Ja, später. Granate fliegt. Oh, Munition jetzt noch hier. Ja, du entkommst aber auch nicht einem Schuss. Oh Gott, seine Straßen auch schon wieder welche. Bin ich schon wieder tot. Ich habe keine Chance, hier irgendwo mal in Deck zu gehen. Nee, hast du hier auch nicht. Weg. Das macht 5. Hier ist Ziel Nummer 5. Also da kommen jetzt noch mehr Fahrzeuge. Ja. Ich muss jetzt erstmal still sein, so lange. Also irgendwie verstecken, so lange bis... ruhiger ist. Hab noch einen Tango. Einer weniger. Kommt man da denn an dem Zaun durch hier? Oh shit. Da sind schon wieder welche auf der Straße, jede Menge. Aua. Ja, ich hab doch eben gerade meine Waffen nachgeladen. Wieso sind die schon wieder leer? Ich hab doch keinen Schuss abgegeben. Ist doch zum Kotzen. Kommt noch mal ein Heli. Du seid jetzt wohl drin, hä? Muss auch rein. Lustigerweise ist das drin mittlerweile sicherer als draußen. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Oh, eine goldene Kiste. Rechtes Maschinengewehr Typ 95. Ich hab hier was. Diese Bilanzen zeigen, dass das Kartell ordentlich Geld in eine Energy Drink Fabrik hier in Remazzo steckt. Elektro oder so. Wofür? Keine Ahnung. Elektro Energy. Bowman, wissen Sie etwas über Kokain? Das Energy Drinks namens Elektro? Also du hast ein Talent dafür, die zweite zu nehmen, ne? Deshalb will doch eh nicht mit uns fahren. Auf der anderen Seite ist ein eigener Nase. Und schwer mit chemischen Sensoren aufzuspüren. Also verstecken Sie es in den Drinks und extrahieren es nach der Lieferung. Verdammt. Wir müssen die Anlage dicht machen. Gehen Sie rein und sprengen Sie die Vorratstanks. Das wird gut. Sind schon dabei. Mal was markiert. Guck gerade mal da hinten. Hinter uns.
Ja, aber vor uns ist noch eine Zubehörkiste. Okay. Oh, jawohl, damit kannst du driften. Ein bisschen hier vorne, ein bisschen. Das verrät den Standort einer Kartellantenne. Ein bisschen. Sie schalten sie ein, wir schalten sie wieder aus. Oh, wow. Unidads. Wir sind Unidads. Ja, die sind uns ja immer noch in den Felsen. Wir haben ja, sind ja immer noch, ne? Wow. Was da draußen stehen mit Panzerwagen. Ja. David bleibt da drin. Da sind überall, die kommen von überall rein. Grisa, David, such dir eine Ecke. Pass auf, die kommen rein. Und ein Helikopter. Oh, ist der Grisard? Oder hat da hinten Spaß? Hallo, ich bin gerade wieder gespawnt und werde das. Daha, Baby, hallo, schön, dass du bei unserer Noobigkeit dabei bist. Hilfe. Wow, zwei Kampfwillis, ein kleiner und ein großer. Aber wir kommen schnell raus, die sind alle mit Chrisat beschäftigt. Schnell, schnell, 5 Sekunden. Ich schieß von drin ab. Ja, ich weiß, aber gleich muss ich neu starten, ich will nicht. Oh, da komm ich doch gar nicht. Du musst nicht neu starten, du kannst einfach warten. Das war knapp. Ja, jetzt ja, ist ja klar. Weil ich dir, netter Kerl, was ich dir helfen möchte, bin ich über den Haufen gespallert. Aber wir spielen Ghost Recon Wildlands. Was spielen wir? Genau. Achtung, Granate. Ja. Kommen wir ja gleich durch die Tür rein. Wow. Da sind aber ganz schön viele gekommen. Also noch näher kann ich gar nicht liegen. Wir müssen die doch mal irgendwann mal, auch mal wegkriegen hier. Alter Schwede. Gesichert. Wir melden den Rebellen, wo der Truck mit der Nahrung ist. Abmarsch. Wow. Ich krieg einfach nebenbei Convoy, Alter. Ja, der Schwede. Okay, Was ist Out of Moon? Ja. Das ist eine Pistole. Beide Waffen leer? Eine Pistole habe ich noch. Will man überhaupt nicht treffen mit dem Sturmgewehr, ne? Ja, doch. Eigentlich schon. Ich hab hier so eine 5-1, weißt du? Komm mal, ne? So raus, ne? Oh, verdammt. Rette Heli hinter einem her, wenn du mal die Nase rausstreckst. Jetzt haben wir vielleicht eine Gelegenheit rauszukommen. Okay, ja, jetzt haben wir eine Gelegenheit. So, jetzt macht's. Wir sollten abhauen, ey. Da muss hier so ein Panzerwagen. Anschnallen, Leute.
Ja, steig doch auf, du! Grisser, komm! Nicht da lang fahren. Da wird mir das hier angezeigt. Ja, aber fahr einfach woanders lang. Fahr jetzt hier einfach gerade durch hier. Alter, jalla, Alter. Also. Bitte nicht so viele Zivilisten. Alter, der schießt ja mit Raketen. Ich komm da nicht dran. Alter, mit dem Ding machst du überhaupt keinen Schaden. Hast du überhaupt mein Fahrzeug zerstört? Okay? Ja, natürlich, volle Pulle. Brauche ich auch noch. Das zählt halt nur mit den Eigenwaffen. Okay. Du willst jetzt. Alter, die kam. Was war das denn jetzt für eine Fratzenballerei, Alter? Ich bin nicht einmal gestorben. Oh, du in dem Pussy-Modus im Gebäude rumgehockt hast. Alter, und die kommen alle rein und ich baller die einfach alle ab. Also dreh dich mal lieber aufs Fahren, Mann. Der hat nicht mehr gelenkt. Ja, der ist wieder nicht, oder was? Dann fahr doch nicht mit Vollgas in die Kurve. Was ist das jetzt hier? Die Straße ist rechts. So ungefähr fährst du auch. Nee. Doch. Nee, den Schuh zieh ich mir nicht an. Doch. Genau den Schuh. Nee. Das Schlimme ist, ich habe jetzt überhaupt gar keine Munition. Du bist doch hier hingefahren. Unterwegs kamen 10 Munitionskisten. Sogar Fertigkeitspunkte. Die sind hier jetzt gerade, ne? Zieht auf die Transportbänder. Ohne sie läuft die Fertigungsstraße nicht. Da ist ein Luftabwehrsystem. Das ist die Quinoa-Fabrik. Wenn wir reinkommen und die Fließbänder lahmlegen, fällt die gesamte Anlage aus. Aber wie kommt man denn hier rein? Kriegt man den Zaun kaputt? Dann hier vorne durch den Haupteingang. Der Tango ist hin. Scharfschützen sollten weg sein. Aber wir wurden schon wieder entdeckt. Wow, jetzt. Ach, wieso kommt der da nicht hoch? Das ist doch so kotzen. Überall bescheuert, ne? Na, von wo denn? Das wüsste ich auch gerade mal. Auch vorne, wo werde ich jetzt da? Und tot. Kommt der denn hier hoch? Wow. Der kam mir einfach hoch, Alter. Ja, natürlich. Wie kommen die? Aber die kommen doch. Ach doch, da ist ein Weg nach oben. Wow. Die kommen doch genauso einfach hoch wie wir. Ja, aber ich bin ja so ein Schleichweg raufgegangen, so über Rohre und alles. Ja. Und die auch. Wo ist Chris halt? Ich versuche da reinzukommen. Hier war doch ein Rohr, wo man hätte rüber reingehen können. Wir sind so schlecht, der ist so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, warum wir immer entdeckt werden. Ja, weil du schon viel zu früh die Leute abschießt. Die sehen die Toten und dann werden wir gejagt. Ja, nein.
Eigentlich nicht. Ich wollte erstmal reingehen und ein bisschen rumkugeln. Eigentlich rumgoogeln. Nicht. Rumgoogeln da drin. Eigentlich hat da keiner meine Leichen entdecken können, weil die nicht da oben rumgerannt sind. Da. Oh, David. Hallo. Das ist Chris da drin. Wo wir tot sind, ne? Da findet er komischerweise einen Weg rein. Entschuldigung. Ich bin eine Granate durch die Luft. Aber sag mal, wieso kommt eine Granate da aus 300 Metern Höhe? Einfach rein hier. Sag mal zur Munitionskiste hier hinten. Hier drüben. Hier wird mir noch ein Angezeigt. Wie ist denn der Chris da jetzt reingekommen? Von oben. Aber hier gibt's keinen Weg hinein. Zu dem Fraktionsfahrzeug wieder. Aua! Wächst Sniper hinter mir her. Ein Fraktionsfahrzeug. Wir hätten da C4 hingelegt. Ich. Wollen nicht zünden, ich stehe jetzt hier. Es gibt kein Team Damage. Aber du explodierst das Fahrzeug, wenn du da mit dem Fahrzeug durchkommst. Mit C4 und Granaten kann man sich kaputt machen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Rückteilen. Mit Rückteilen. Ich hab mich verlaufen. Ladung ist scharf, in Position. Zeit abzuziehen, bevor die Verstärkung anrückt. Der Strom ist abgedreht. Da ist noch eine, gibt's noch eine Waffe da hinten. Und was ist drin? Schießpistole 9mm C1. Fertigkeitspunkt. Oben, wa? Komm, ich stell zu dir rauf, mein kleines Spätzchen. Okay. Ist sorry eine Beute, wie viel Waffen man hier findet und Fertigkeitspunkte in dem Gebiet, ne? Lecco mio, Mann. Ja, ne? Hier ist alles kaputt immer, ne? Oh, Chris, also David sich wieder beschwert, ich fahr zu nah ran. Redest du mit mir immer, Alter? Ich hab eine Tankung und da
Hat einmal eine gepflegte Unterhaltung mit einem intelligenten Menschen führen. Ich fang schon vor Langeweile mit meinem Kater zu reden. Was? Warum? Weil der intelligent ist. Er ist erledigt. Coopere i todos al drapiello. Nein, kann nicht sein. Soll das ein beschissener Witz sein? Kein Witz, Arschloch. Wenn ich dich noch mal. Hattet ihr mir den Rücken frei? Gebrochen. Das ist doch keiner mehr. Entfernt. Und sagt, wir flogen gerade noch Kugeln um die Ohren, deswegen. Gilt das auch. Dios mio, werd ich. Ich nehme die Arschlöcher gerne in die Mangel, aber wir sollten sie nicht mehr laufen lassen. Ach, die Demütigung ist für so einen Macho-Arsch schlimmer als eine Kugel. Die Rebellen werden jubeln. Hier, wo ist jetzt hier der komische Fertigkeitspunkt? Bin? Ja. Wer ist dem Typen geholt? Ich habe ja was Sinnvolles getan. Ja. Weil nachher in Rocket League gleich bin ich wieder so nutzlos. Oh, ich habe schon wieder 15 Fertigkeiten, die ich verteilen könnte. Oh. 15? Soll ich denn sagen, wie viele ich, ja? 35. Ja. Warum verteilst du denn nicht mal welche? Wie denn? Ich habe keine Punkte, keine Ressourcen. Ja, du hast auch Ressourcen, dann könntest du theoretisch auch welche verteilen. Ich hab gar keine. Kannst immer. Ach, sei still. Also gar wir keine wissen Ahnung, von einer ne? neuen Art von flüssigen Kokain, das in Energy-Drink-Flaschen außer Landes geschmuggelt wird. Deutlich besser als du. Dringen Sie in die Getränkefabrik ein, dann zerstören Sie die Lager. Ja. Ey, aber hin, du kannst sagen, du hast ein PS4-Spiel durchgezockt. Ja, das stimmt. Es. Ha? Wo du keine hast. Das stimmt. War das noch gleich? Ich werde die Führung direkt wie hieß es, der komische Until Down. Until Down, genau. Das ist ein cooles Spiel gewesen. Schade, dass wir da noch nichts gemacht haben. Oder noch nicht so viel gemacht haben. Mhm. Jetzt überlegen wir ja aufzuhören. Richtig. Wow, wisst ihr, wenn ich mich unterhalte, passiert sowas. Ich habe heute Acer World abgeschlossen. Gut, ne? Cool. Ich glaube, noch mal zwei Folgen, weil jetzt der Chris hat da noch drei draus gemacht. Das hat er schon kopiert? Nein. Irgendwas ist ja jetzt zu Ende. Und wieder will er mitten reinfahren. Geh doch davor. Am Paris-Schild. Ja, da steht Stopp. Das ist Stoppschild. Da ist einer drin. Schnapp ihn dir mit der Hand. Nichts Unüberlegtes. Okay. Mach's hier mit der Hand. Oben im Turm ist auch noch einer. Sprich mit der Hand. Oh, Olli ist noch da. Ja, natürlich. Ich war nur kurz abwesend. Ja, ich gehe. Kommt da einer. Geht einer hoch zum Turm? Ich gehe. Okay. Tango Nummer 3. Ich sehe ein fünftes Ziel. Das ist die Getränkefabrik. Gehen wir rein, springen die Tanks mit dem Flüssigkokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Gibt's ja Olli ist besser in Rocket League als ich. Ja, nee. Alter, gestern habe ich wieder eine Leistung abgerufen, die war. Ja, die konnte ich ja leider noch nicht sehen. Die war Alter, unterirdisch. Ach, unterirdisch ist gar kein Ausdruck. Für das gab's, gibt's doch gar keinen Ausdruck. Ausdruck? Ja, so gut. Ach, da, wer, der, ja, wir haben uns beide ganz schön dämlich angestellt. Der David war wieder so gigantisch, ne? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben uns laber nicht, ne? Wieder gegenseitig blockiert und all so eine Geschichten. Ne, der David war deutlich besser auf jeden Fall. Ja, aber zu zweit ist auch ein ganz anderer Spielstil als zu dritt. Ja, wir haben zu oft aufgemacht. Das hat uns sehr schnell das Genick gebrochen. Ja, richtig. Deswegen sag ich ja mal, zu dritt ist wesentlich einfacher. Ja. Stimmt schon irgendwie, ne? Naja, eigentlich nicht. Wir versagen wie immer an der Abwehr. Kriegen ja. Die Pille nicht raus aus der Ecke. Und dann geht uns der Boost aus und dann heulen sie alle nur rum, wir haben keinen Boost mehr.
Und dann forzen wir uns wieder gegenseitig dann an. Dann forzen wir uns wieder gegenseitig an, obwohl er total sinnfrei ist. Ich will auch gar nicht meckern, aber weißt du, mein Gehirn ist also immer so langsam, mein Mund ist immer viel schneller. Ist tot. Das kenne ich. Ich will gar nichts dazu sagen, weil das interessiert mich in dem Moment eigentlich auch gar nicht, aber trotzdem kommen Gemecker raus. Das ist dieses Trainer-Gehirn. Das ist so ärgerlich, ne? Eigentlich will ich gar nichts sagen. Ja, weiß ich ja. Weiß, dass du das. Das ist wie so ein Juckreiz im Kopf, ich weiß. Ja, das, ich mecke, obwohl ich genau weiß, du konntest da gar nichts gegen machen, aber. Das sprudelt einfach raus. Das ist wie beim Fußball, wenn man sagt, oh, du scheiß verdammter Piss-Schiedsrichter. Ja, ja, das ist einfach, manchmal sagt ja, man so genau Dinge, die man gar nicht sagen will. Ich wollte gestern gar nicht meckern, aber. Ich hasse es einfach zu verlieren. Und dann gegen so Pappnasen, die wirklich nicht unbedingt besser waren als wir. Ja, das ist, weil wir dann entweder Fehler machen. Oder halt, wie du sagst, irgendwelche Glückstreffer wieder da sind. Ja, so wie der eine, der von der anderen Seite einen Abpraller direkt bei uns ins Tor gemacht hat. Ja, richtig, genau. Sowas zum Beispiel. Geht ja, das ist echt einfach nur Glück. Ja, sowas passiert uns ja nie. Zumindest ist nicht, dass er reingeht dabei. Ja, richtig, genau. Bei uns prallt er dann am Posten ab oder irgendwie sowas. Oh, wow. Jetzt. Wäre aber bestimmt auch leiser gegangen. Ich habe nur einmal draufgeschossen. Ziele zerstört. Ab dafür. Sollen wir uns noch ein paar Fläschchen für unterwegs mitnehmen? Okay. Ich könnte eine kleine Stärkung vertragen. Dann haben wir hier auch schon wieder alles. Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Wie viel Flüssiges Kokain über 200 Meter Entfernung braucht ihr keine Schalldämpfer, ne? Ja. Ich brauch nichts. Ist doch egal. Bormann hier. Was, wir brauchen keine Schalldämpfer? Über 200 Meter braucht ihr keine Schalldämpfer, weil die NPCs den Schuss nicht hören. Wir konnten die Position triangulieren. Ich schicke die Koordinaten. Gut, töten Sie El Gato. Das ist schon der letzte. Wir sind da sogar schon da, oder nicht? Nee, wir sind da unten. Wir waren vorhin da oben. Ja. Nee, aber. Oh. Gestern Abend hat es mir auch wieder geärgert, dass ich wieder so viel rumgemeckert habe. Ja, es weiß, man kommt das kommt automatisch. Weiß. Nee, normalerweise, ne, letztes Mal beim 3 gegen 3 ging es auch, da war es mir auch scheißegal. Wenn das man hier und da mal sagt, das hätte da und da mal kurz besser laufen können, ist auch normal, aber das war ärgerlich wieder. Ja. Ja, das ist halt dieses, du machst irgendwas und im gleichen Moment fällt dir ein, dass was anderes besser gewesen wäre und ärgerst dich selber. Ja, ja. Das ist immer so, man will gar nichts sagen und es sprudelt einfach raus. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Richtig. Da ist noch ein Dritter. Das Ego ist einfach zu groß. Richtig. Also man will halt gewinnen, obwohl ich eigentlich gar nicht gewinnen will, weil eigentlich will ich nur nicht doof aussehen. Das ist das Ego. Normalerweise habe ich doch gar kein Ego. Doch, ach, gerade du hast das größte Ego von uns allen. Im Winkel versteckt hat jeder eins. Also du hast das größte Ego von uns allen. Weißt du, ich bin Egomane, ja? Nein, das nun nicht, aber... Also David, das war aber die Aussage jetzt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, so hat es sich angehört. Ich liege in der Kirche. Weiß. Da habe ich in der Kirche auch langgelegt. Da hat einer frisch gewischt hinten hier aufgestellt. Verdammt, das war knapp. Doch, das ist eine Kirche. Oh, André, Vordereingang! Hab ich. Dann kann man auch noch hinten. Ich hab ihn von hinten genommen. Boah, der hat dich von hinten genommen. Ich hab den von hinten genommen, hab ich gesagt. So. Och, David, echt jetzt? Ich hab verstanden, er hat ihn von hinten genommen. Truppwiderstand! Yay! Das bringt mir jetzt was? Unser Trupp widersteht. Okay. Geil. Alter, muss das jetzt sein? Wer parkt denn sein Auto so dämlich vor den Typen, den ich erschießen will? Verstanden. Ein Kampftrupp ist gleich da. Boah! Spreng das Auto, spreng das Auto. Ich will da nicht rausgehen. Nee, wir gehen jetzt. Ich will da nicht rausgehen. Ja, warum, frag ich? Ich hab Mörser gerufen. Ja, komm, lass weiterfahren hier zum nächsten. Ja, El Papa. El Papa Lopulus. El Monopoly Spaghetticus.